Ja, schönen guten Abend, Freunde. Ich habe hier mal ein blaues Vulpis besorgt. Die 130 F4 SB Variante. Also mit Aluminium-Griffschalen und nur Böhler N96. Habe ich gedacht, wenn wir schon testen, dann nehmen wir mal das schwächere von beiden und nicht den M93 Stahl. Hat mich jetzt einfach interessiert. Ich habe hier noch ein paar Sachen hier gerade so gefunden im Müll. Habe ich gedacht, probieren wir doch mal, wie das Ganze so schneidet, ne? Die Klinge, wenn wir mal schön vermessen. Ich habe noch gar keine Zahlen im Kopf dazu. Was haben wir hier? Ja, ist eine, ich würde mal sagen, 55 mm lange Klinge. 55 mm, damit kann man doch was anfangen. Oh, okay. Okay. Und das ist in Anführungszeichen nur Böhler N96. Der haut aber schon ganz gut. Hier haben wir also Kunststoffpaketbänder noch. Gucken wir, dass man das bei der Kamera gut sieht. Oh ja, geht ja durch wie Butter. Also scharf sind die kleinen Zwerge hier. Jo, komm, dreimal. Perfekt. Oh, was wir da gleich noch testen, ist die Schere. Schere rausmachen ist ein bisschen tricky. Muss man erst das Messer ausmachen, damit man gescheit an den Nail nicht kommt. Ist halt alles verdammt kompakt gebaut, ne? So, gucken wir mal hier. Jo. Passt. Verkantet nicht. Da habe ich noch ein bisschen anderes Zeug gefunden. So ein Rückteil von einem Patch. Geht auch. Und es ist echt ekliges Zeug zu schneiden. Oder hier, das Vorderteil. So ein Stück, ja, was werden das sein? 1,5 mm Gummi von so einem Patch. Ja, geht auch, ohne dass die Schere verkantet. Also, die funktionieren, die Scheren. Die sind ja damals nicht umsonst im Maniago für Victorinox gebaut worden. Cool. Also Schere haut, Klinge haut. Was haben wir hier noch? Ich weiß es nicht, wie ich es auf die Kamera drauf kriege, aber hier haben wir doppelte Wellpappe. Okay. Okay, also dem steht auch dem Boxcutten und dem Kleinmachen nichts entgegen. Das finde ich ein richtig cooles Teil, das Ding hier. So, wir können noch das Gewicht anschauen von der Alu-Variante hier. So weit gemacht. So, 0. Okay. Naja, 53 Gramm. Also da geht's los, wenn ihr ein kleines Multitool dabei haben wollt, dass ihr noch einen Schlüsselbund machen könnt. Oder auch an in ein EDC-Täschchen oder wo auch immer. Schlüsselbund, ja. Passt überall hin. Hier krasse Werkzeuge, das ist echt scharf und spitz. Also damit müsst ihr wirklich eine Dose aufkriegen, einen kleinen Schraubendreher hast du dann auch. Schaut mal, wie geil diese Werkzeuge hier eingepasst sind. Der eine Schraubendreher in die Richtung, der andere in die Richtung. Und stramme Federn da drin. Bin echt positiv überrascht. Vor allem, wir haben hier keinen normalen Slip Joint, sondern an Granfossé. Hier seht ihr, ne, mit einem leichten Haken angeschrägt. Wie bei einem Backlog, nur dass eben das nicht im 90-Grad-Winkel einhakt, sondern leicht schräg ist. Dann brauchst du keine Endregelung, sondern das kann wieder aufgehen. Aber nicht so leicht wie bei einem normalen Slipjoint. Das finde ich nicht schlecht, an so einem kleinen Messer ein Granfossé anzubringen. Das Blaue finde ich richtig schön. Durch die Frage zum Beispiel beim Fliegen, ob man mit einer 55 mm Klinge noch in den Flieger kommt. Ja, aber wenn das da tief drin irgendwo im Rucksack ist, das kontrolliert doch keiner großartig. Ne? Wenn du da kein Bajonett in deinem Handgepäck liegen hast, werde ich auf jeden Fall ausprobieren, sollte es wieder mal zu einem Flug kommen. Ist natürlich das Vulpis mit am Start. Und sogar hier in Blau, das finde ich richtig knackige Farbe. Das Grün ist auch nicht schlecht, aber das Blau hat mich jetzt doch mehr angesprochen. Den Alu-Griffschalen auch nochmal schön leicht. Und N96 ist okay für mich. Titan M93 ist natürlich Königsklasse. Cool.
Das war's nochmal. Wollte einfach mal kurz gucken, wie das kleine, wie der kleine Zwerg hier schneidet. Aber ich denke, hat sich ganz gut geschlagen als so kleines Werkzeug. Auch für immer dabei haben und mal geschwind irgendwo was aufschneiden, abschneiden oder klein machen. Gut, sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und ja, wer noch eins will, zuschlagen. Die gehen weg wie warme Semmel. Ciao, Freunde. Und immer schön EDC dabei haben. Und wenn es nur so was Kleines ist, kannst du schon mal viel mitmachen. Also, schönen Abend noch. Mach's gut. Bye, bye, euer Billy.